Ihr Lieben, heute machen wir frischen Kiba. Ich wollte Bananen entsaften und habe festgestellt, dass das gar nicht funktioniert. Ich habe die Masse dann im Mixer mit Wasser püriert. Also das nächste Mal für den Bananensaft den Smoothie-Aufsatz benutzen. Für den Kirschsaft habe ich gefrorene Sauerkirschen aufgetaut. Passt auf, dass keine Kerne in den Entsafter gelangen. Das ist nicht gut für das Gerät und macht den Tester unbrauchbar. Ich war total fasziniert von der Farbe. Hier kurz zum Vergleich, links der gekaufte Saft. Es lohnt sich, den Saft selbst zu machen. Jetzt füllt ihr in ein Glas mit Eiswürfeln zuerst den Bananensaft und dann den Kirschsaft. Rührt einmal kurz mit einem Strohhalm um, damit dieses wunderschöne Muster entsteht. Und jetzt schaut mal auf den Strohhalm. Den Kirschreste habe ich dann in einer veganen Donauwelle verarbeitet.